Und dann könnten wir in die Tagesordnung einsteigen. Tagesordnungspunkt 34, Antrag der Fraktion der SPD, Aktuelle Stunde, endlich Durchbruch für mehr Lohngerechtigkeit. Auch Frauen in Hessen profitieren davon. 1938/67. Es beginnt die Frau Kollegin Gnadl, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Seit mehr als 100 Jahren gibt es die Forderung nach gleichem Lohn für gleiche Arbeit, und dieses Ziel ist immer noch nicht erreicht. Im 21. Jahrhundert ist die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen bei 21% in Deutschland besonders groß im Vergleich zu den anderen EU-Ländern. Und es ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, schlicht und ergreifend ein Skandal, dass wir immer noch zu den Schlusslichtern gehören. Und das, obwohl es rechtlich gesehen diese Lohnlücke gar nicht mehr geben dürfte. Schließlich gibt es in der Europäischen Union seit 1957 das Gebot, gleiches Entgelt von Frauen und Männern für gleiche und gleichwertige Arbeit. Wie kann es dann sein, dass ein Viertel der Männer in Deutschland für die gleiche Arbeit mehr Lohn als Frauen bekommen? Die Gründe, meine Damen und Herren, sind vielfältig. Frauen arbeiten trotz bester Schul- und Studienabschlüsse immer noch in schlechter bezahlten Jobs. Frauen nehmen mehr Elternzeit in Anspruch. Frauen arbeiten häufiger in Teilzeit und in prekärer Beschäftigung. Der Anteil von Frauen im Niedriglohnsektor liegt bei 62%. Und Frauen sind weniger in Führungspositionen. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist nicht das Verschulden der Frauen, sondern das sind strukturelle Probleme, die wir angehen müssen. Das alles hat auch Auswirkungen. Ich zitiere: Niedrige Löhne bedeuten niedrige Renten. Damit Frauen im Erwerbsleben die Chance haben, halbwegs vernünftige Renten zu erwirtschaften, dürfen sie nicht schlechter bezahlt werden als Männer. Meine Damen und Herren von der Union, ich finde, hier an dieser Stelle hätten Sie klatschen können. Das ist immerhin ein Zitat von Karl Winfried Seif, dem VdK-Landesvorsitzenden. Wichtig ist, dass wir diese Ungerechtigkeiten nicht mehr hinnehmen und konkrete Maßnahmen beschließen, um diese Lohnlücke abzubauen. Und das ist auch eine Frage von sozialer Gerechtigkeit. So vielfältig die Gründe für das geschilderte Problem sind, so vielfältig müssen auch die Lösungsansätze sein, um diese Lohnlücke zu schließen. Das nun von den Koalitionsspitzen im Bund verabredete Lohngerechtigkeitsgesetz setzt daher die lange Reihe von Maßnahmen fort, die zur Schließung der Lohnlücke beitragen und die auf Initiative der Sozialdemokratie im Bund beschlossen wurden. Das ist nämlich die Einführung des Mindestlohns, das ist das Elterngeld Plus, das ist mehr der stärkere Ausbau der Kinderbetreuung, das ist die Frauenquote in Aufsichtsräten und das noch in der Pipeline befindende Gesetz gegen den Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen. Und selbst wenn man die Löhne von Männern und Frauen mit gleicher Berufserfahrung, gleichem Stellenumfang, gleicher Bildung im gleichen Beruf, in der gleichen Branche und mit gleich viel Führungsverantwortung gegenüberstellt, bleibt eine Lohnlücke von rund 7%. Und hier sind wir im Bereich der klaren Lohndiskriminierung. Das ist eigentlich gesetzlich verboten, aber immer noch Alltag in Deutschland. Und diese harte Lohndiskriminierung macht also allein schon ein Drittel der gesamten Lohnlücke aus. Und genau hier setzt das Gesetz an, indem es für Lohntransparenz sorgt und den Druck erhöht, endlich gleiches Geld für gleiche Arbeit zu zahlen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit dem darin festgeschriebenen Anrecht auf Auskunft bei Betrieben mit mehr als 200 Beschäftigten können die dort Beschäftigten nun erfahren, ob sie für ihre Arbeit gerecht bezahlt werden.
und wenn sich herausstellt, dass dem nicht so ist, dann besteht nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz ein Anspruch auf Nachzahlung. Außerdem wird mit dem Gesetz auch die Rolle der Betriebsräte gefestigt, indem sie in tarifgebundenen Unternehmen das Auskunftsrecht wahrnehmen sollen. Natürlich hätte sich die SPD auch noch weitere Maßnahmen vorstellen können. Wichtig ist aber, dass wir jetzt endlich den Einstieg hinbekommen. Gut, dass Frau Kollegin Gnadl, Sie müssen langsam zum Schluss kommen. Ja, ich komme zum Schluss. Der Weg dorthin war nicht leicht. Das Ganze musste gegen den erbitterten Widerstand der Union durchgebüxt werden. Der Gesetzentwurf lag über ein Jahr im Kanzleramt. Wenn es um Gleichberechtigung geht, werden die Probleme gerne bagatellisiert und kleingeredet. Das kennen wir ja auch hier in Hessen bei der paritätischen Besetzung des Rundfunkrates oder beim HGLG. Aber, meine Damen und Herren, wir kommen im Bund endlich einen Schritt vorwärts. Es ist uns ein echter Durchbruch gelungen zu einem grundlegenden Paradigmenwechsel in Sachen Lohngerechtigkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Gnadl. Das Wort hat die Frau Abgeordnete Claudia Ravensburg, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die mangelnde Lohngerechtigkeit zwischen Frauen und Männern beschäftigt auch unseren Landtag wenigstens einmal im Jahr, nämlich beim Equal Pay Day, dem Tag im März, bis zu dem rechnerisch die Frauen unentgeltlich arbeiten, weil sie eben durchschnittlich 21% weniger verdienen als Männer. Ein Großteil, daraufhin hat Frau Kollegin Gnadl hingewiesen, resultiert aus strukturellen Unterschieden, z.B. der hohen Anteil von Teilzeittätigkeiten in Deutschland. Trotzdem gibt es eine Lohnlücke zwischen 7 bis 8%, dass Frauen bei gleicher Arbeit und gleicher Qualifikation trotzdem in Deutschland im Durchschnitt weniger verdienen. Im Koalitionsvertrag zwischen CDU und CSU und auf der anderen Seite SPD in Berlin wurde vereinbart, dass ein Gesetz zur Durchsetzung von Entgeltgleichheit auf den Weg gebracht werden soll. Das ist auch vereinbart gewesen, Frau Gnadl, und daran hält sich auch die CDU. Denn wir wollen für mehr Transparenz bei den Gehältern in großen Unternehmen sorgen. Diese Transparenz, und das ist mir besonders wichtig, darf keinesfalls zum Selbstzweck dienen, sondern soll das konkrete Ziel verfolgen, diese Lohnunterschiede im Unternehmen aufzudecken und zu reduzieren, möglichst zu beseitigen. Wichtig ist mir, dass insbesondere die Frauen davon betroffen sind. Das war schon immer ein Anliegen auch der Frauenunion, hierauf hinzuweisen und hier zu handeln. In der vergangenen Woche hat sich der Koalitionsausschuss in Berlin nun auf einen Vorschlag geeinigt, der dem Bundestag jetzt zur Beratung vorgelegt werden soll. Der jetzt vereinbarte Entwurf ist das Ergebnis langer Beratungen, das ist richtig, aber auch der Berücksichtigung der verschiedenen Interessen. Dabei ist mir wichtig, dass jetzt ein Gesetz erarbeitet wird, das eine wirksame Verbesserung für die Lohngerechtigkeit bringt, ohne aber ein Bürokratiemonster entstehen zu lassen. Und auch soll es andere Rechte wie die des Datenschutzes oder der Tarifautonomie nicht außen vor lassen. So soll künftig ab 200 Beschäftigten ein Rechtsanspruch der Arbeitnehmer auf Auskunft bestehen, was ihre Kollegen in vergleichbaren Positionen verdienen. In tarifgebundenen Unternehmen obliegt das dem Betriebsrat. Und ab 500 Mitarbeiter sollen darüber hinaus Berichte über die Lohnstruktur im Unternehmen vorgelegt werden. Die ursprüngliche Forderung der SPD, den Auskunftsanspruch des Gesetzes schon für Betriebe ab 6 Mitarbeiter einzuführen, das lehnen wir ab. Denn aus meiner Sicht auch ist der Aufwand für die Betriebe viel zu groß und auch die Persönlichkeitsrechte, das möchte ich betonen, bei so einer kleinen Mitarbeiterzahl der gesamten Mitarbeiterschaft ist hier tangiert und das ist nicht vereinbar.
Ich finde es auch durchaus legitim, dass es hier unterschiedliche Positionen gibt, nicht nur zwischen den Koalitionen, sondern natürlich auch zwischen den Parteiflügeln in meiner Partei, aber auch bei der Opposition in Berlin. Den einen geht der Entwurf zu weit, und die anderen finden ihn zu kurz. Ich finde, das ist gerade das Wesensmerkmal der Demokratie. Wir sehen unsere Aufgabe darin, für den Ausgleich zu sorgen. Schließlich gibt es nämlich auch nicht den einen Königsweg, der die Lohnunterschiede mit einem Ruck beseitigen könnte. Aber diese Gesetzesinitiative bringt uns einen wichtigen Schritt voran. Ziel ist, ein transparentes Verfahren einzuführen, das umsetzbar und auch wirksam ist. Es sollte weder die Gewerkschafts- noch die Arbeitgeberrechte ausgrenzen. Es sollte kein Bürokratiemonster werden, das nur Widerstand hervorruft und damit weder die Entgeltgleichheit verbessert noch das Ziel erreicht. Vielmehr muss die Wirtschaft weiterhin die Freiheit haben, auch jenseits von Tarifbindung Gehaltsvereinbarungen treffen zu können. Aber wir werden mit dem Gesetz auch dem Ziel einen Schritt näher kommen, gleiche Arbeit, gleicher Lohn, auch für Frauen. Und damit können wir vielleicht bald schon den Equal Pay Day bereits im Februar einplanen. Und das wäre ein gutes Zeichen für die Frauen bei uns im Land. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin Ravensburg. Das Wort hat der Abg. Hermann Schaus, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Noch immer werden Frauen am Arbeitsplatz und bei der Bezahlung benachteiligt. In Deutschland liegt das von Frauen erzielte Entgelt, das haben meine Vorrednerinnen auch schon darauf hingewiesen, immer noch um 21% unter dem der Männer. Wir liegen damit an drittletzter Stelle im Vergleich aller 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Selbst bei gleicher Tätigkeit, in der gleichen Branche, bei gleichem Leistungsumfang bleibt noch eine direkte Entgeltdiskriminierung von 7% bestehen. Frau Gnadl hat schon darauf hingewiesen, das Gebot der gleichen Bezahlung für gleiche und gleichwertige Arbeit ist seit Jahrzehnten geltendes Recht in Deutschland und in der EU. Dieses Recht durchzusetzen wäre eigentlich schon lange die Aufgabe des Gesetzgebers gewesen. So muss nach Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes der Staat die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern fördern und auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinwirken. In Artikel 23 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union ist nachzulesen, dass die Gleichheit von Männern und Frauen auch im Bereich des Arbeitsentgeltes sicherzustellen ist. In Artikel 157 Absatz 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union wird jeder Mitgliedstaat verpflichtet, die Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit sicherzustellen. Das seit 2006 geltende Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz schreibt in § 2 Absatz 1 Satz 2 im Übrigen vor, dass Benachteiligung wegen des Geschlechts in Bezug auf die Arbeitsbedingungen einschließlich Arbeitsentgelt unzulässig sind und verhindert oder beseitigt werden müssen. Dennoch gibt es diese Ungleichheit gegenüber Frauen immer noch, weil vorwiegend Männer in den Chefetagen wie in der CDU das so wollen. Nun endlich haben auf Initiative der Bundesfamilie, das ist so. Sie hätten das längst, jahrzehntelang hätten Sie die Gelegenheit gehabt, das zu ändern, meine Herren von der CDU. Nun endlich haben auf Initiative der Bundesfamilienministerin Schwesig Union und SPD ihren Streit über das Gesetz zur Entgeltgleichheit von Männern und Frauen am vergangenen Donnerstag beigelegt und im Koalitionsausschuss vereinbart, dass Beschäftigte in Unternehmen ab 200 Beschäftigte einen eigenständigen Informationsanspruch haben, ob sie gerecht bezahlt werden. Bei tarifgebundenen Firmen
soll diese Prüfung über die Betriebsräte stattfinden. Das ist ein wichtiger erster Schritt, der allerdings aus unserer Sicht nicht ausreicht. Zwar ist es gut, dass die ursprüngliche Grenze von 500 nun auf 200 Beschäftigte abgesenkt wurde, dennoch betrifft selbst dies nur 14 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland von insgesamt 42 Millionen. Also gerade einmal 4% der Betriebe sind hier erfasst, und die restlichen zwei Drittel, also 28 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für die soll das Gesetz aber nicht gelten. Unsere Bundestagsfraktion hat bereits am 19. Mai 2015 einen Antrag zur Entgeltgleichheit, Drucksache 19/4933, in den Bundestag eingebracht. Darin fordern wir unter anderem die arbeitsvertraglichen Klauseln, die Beschäftigte zum Stillschweigen über ihr eigenes Entgelt vorschreiben, soll für nichtig erklärt werden. In regelmäßigen Abständen sollen betriebliche Prüfungen zur Entgeltgleichheit durchgeführt werden. Der Antidiskriminierungsstelle soll in § 28 Arbeitsgerichtsgesetz ein eigenständiges Klagerecht eingeräumt werden. Es soll ein Verbandsklagerecht eingeführt werden. Und last but not least, Verstöße müssen auch mit Geldbußen bis zu 500.000 € geahndet werden. Meine Damen und Herren, wir werden die jetzt vorzulegende Gesetzesinitiative im Bundestag genau an diesen Kriterien messen. Vielen Dank, Kollege Schaus. – Das Wort hat der Abg. René Rock, FDP, Seligenstadt. Ich nehme an, zu dem Punkt, René, weil du geschrieben hast, zu Top 5. Den haben wir gar nicht heute. Also rede mal dazu. Auf. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Es ist ein wichtiges Thema, über das wir heute sprechen. Wir sprechen ja auch nicht hier im Hessischen Landtag das erste Mal über das Thema. Ich finde schon, dass jetzt die meisten auch von der Diskussion, ob es 21% sind oder 7%, doch jetzt mittlerweile anerkennen, dass wir um 7% Unterschied sprechen, wie Frauen schlechter bezahlt werden, weil das andere statistische Effekte sind. 7% sind aber ärgerlich genug. Das muss man feststellen. Aber die Frage ist die Frage der Instrumente, die man anwendet. Und auch wenn ich hier die Rede höre, z. B. vom Kollegen Schaus, dann möchte ich auch noch einmal darauf hinweisen, dass unser Wirtschaftssystem, wo Unternehmen entsprechend Wirtschaftsleistungen erbringen, ein Unternehmen ist kein abstraktes Irgendwas, das irgendwo geboren wird, sondern ein Unternehmen besteht aus Menschen, die dort arbeiten, und die arbeiten in einem sozialen Geflecht. Und die sind keine Feinde in so einer Einrichtung, in so einem Unternehmen, sondern die versuchen in der Regel gemeinsam erfolgreich zu sein. Und manchmal könnte man glauben, das wäre anders. Und ich glaube, diese Grundüberlegung mag in sehr großen Unternehmen vielleicht auch ein bisschen anders sein, vielleicht in der Verwaltung auch ein bisschen anders sein. Aber die meisten Menschen, die in der mittelständischen Wirtschaft arbeiten, wissen ganz genau, wenn Sie schlecht arbeiten, wenn Ihr Unternehmen schlecht arbeitet, wenn Ihr Chef schlecht arbeitet, wenn es ungerecht im Unternehmen zugeht, wird dieses Unternehmen keinen Bestand haben und Ihre wirtschaftliche Existenz ist gefährdet. Und deshalb hat man eigentlich allgemein in unserer mittelständischen Wirtschaft und auch bei den Unternehmern, genauso bei den Mitarbeitern, grundsätzlich ein gutes Verhältnis in den Unternehmen. Und diesen Unterschied, den Sie hier oft zeichnen, dass der Unternehmer gegen seine Belegschaft steht oder gegen seine Mitarbeiter steht, das mag in großen Unternehmen wohl so sein. Das mag im öffentlichen Dienst so sein. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es in der mittelständischen Wirtschaft ein Grundtenor dieser Wirtschaft ist, sondern da versteht man sich als Team und Gemeinschaft, die eben auch schicksalsmäßig verbunden ist. Weil wenn diese Unternehmen scheitern, schadet nicht nur der Mitarbeiter, sondern auch der Unternehmer. Und viele Beiträge, die ich hier gehört habe, die machen hier oder haben einen Unterton, der vermuten lässt, dass die Gesellschaft gegen den Unternehmer steht, der nämlich vorsätzlich seine Mitarbeiter schlechter bezahlt, insbesondere seine weiblichen Mitarbeiter. Die Situation ist, glaube ich, etwas zu einfach dargestellt. Und darum glaube ich auch, dass die Instrumente, die Sie hier aufzählen, um diese ärgerlichen und
auch gesetzlich eigentlich zulässigen 7% Bezahlung, die schlechtere Bezahlung der Frauen überhaupt nicht wirksam sein werden. Also diese drei Instrumente, ich will sie mal so im Grundsatz nennen, Arbeitnehmer sollen künftig das Recht haben, zu erfahren, was ihre Kollegen verdienen. Mindestentgelt ist anzugeben bei der Bewerbung und natürlich die Berichtspflichten bei Unternehmen über das Thema Lohngleichheit. Diese drei, sage ich mal, signifikanten Änderungen, die Sie jetzt auf den Weg gebracht haben, die kann man sich ja zum Teil im Ausland sich anschauen. Die kann man sich anschauen, zum Beispiel in Schweden oder in Österreich, und man stellt fest, dass dort nicht signifikant geringere Ungerechtigkeiten vorhanden sind wie bei uns hier in Deutschland. Sie haben Instrumente, die in anderen Ländern zum Teil noch viel härter als bei uns umgesetzt werden, und sie entfalten keine größere Wirkung und haben keinen größeren Erfolg als hier bei uns. Dann fragt man sich, was soll das? Was erreichen Sie mit diesen bürokratischen Vorgaben? Und wie ich aus den Reden verfolgt habe, ist Ihre Überlegung, Sie schaffen mit diesen Vorgaben mehr Transparenz. Die Transparenz führt dazu, dass Frauen in der Lage sind, höhere Löhne durchzusetzen. Das ist der grundsätzliche Gedanke. Das ist Ihre Überlegung. Jetzt haben wir aber empirisch festgestellt, in manchen Ländern in Europa werden solche Maßnahmen gemacht, aber sie haben keine positive Wirkung. Jedenfalls sind sie nicht effizienter als das, was wir jetzt an Lohngleichheit feststellen können. Wenn Sie das zur Kenntnis nehmen, Schweden ist sicherlich ein Land, wo man sagen kann, die sind nicht schlechter aufgestellt im Sozialstaatsbereich, in den Arbeitnehmerrechten wie Deutschland. Auch dort haben solche Maßnahmen nicht dazu geführt, dass die Ungleichbehandlung zwischen Männern und Frauen signifikant anders ist. Und von daher muss man sich überlegen, haben Sie das richtige Instrument? Und nach unserer Überzeugung haben Sie das nicht. Sie haben ein sehr grobes Konzept auf ein sehr filigranes Problem. Und mit diesem Groben, Sie schießen mit einer Schrotflinte sozusagen mitten rein. Sie treffen ganz viele Unternehmen, Unternehmer, die am Ende sich versuchen, vernünftig zu benehmen. Die treffen Sie, indem Sie sie zu deutlich mehr Bürokratie zwingen, zu deutlich mehr Aufwand zwingen, obwohl Sie in jeder Rede, wo Sie wahrscheinlich auch am Wirtschaftsverband halten, sagen, wir sind auch dafür, dass es weniger Bürokratie gibt. Ich möchte die Partei hier im Landtag sehen, die sagt, wir brauchen zwingend mehr Bürokratie. Wenn wir mehr Bürokratie einführen, dann müssen wir doch zumindest sicherstellen, dass diese Mehrkosten, diese Belastung für die Unternehmen, dass die dann auch irgendeinen Erfolg haben. Aber für die Maßnahmen, die wir jetzt feststellen können, die es in anderen Ländern gibt, ist das nicht nachweislich. Und darum, wenn wir nicht sicher sind, dass diese Mehraufwände für die Unternehmen auch wirklich sinnvoll sind, sollten wir sie lassen und nach geeigneten Methoden suchen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rock. Das Wort hat die Frau Abg. Erfurth, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Trotz der FDP scheint 2016 ein gutes Jahr zu sein, frauenpolitische Forderungen in Hessen ein Stück voranzubringen. Ich darf Sie daran erinnern, zum 01.01.2016 ist das neue Hessische Gleichberechtigungsgesetz in Kraft getreten, das den Fokus auf mehr Frauen in Führungspositionen legt und die Rechte der Frauenbeauftragten durch das Organklagerecht stärkt. In der ersten Jahreshälfte dieses Jahres haben wir gemeinsam mit vielen Frauenverbänden dafür gestritten, das Sexualstrafrecht endlich zu verschärfen. Und nicht zuletzt, auch durch die Unterstützung der Landesregierung, ist es gelungen, den Grundsatz Nein heißt Nein endlich im Sexualstrafrecht zu erfahren. Ich darf Sie zu verankern. Ich darf Sie an dieser Stelle an die Debatte erinnern, die wir am 14. Juli hier im Plenum geführt haben. Und am Dienstag hat der Sozialminister in seiner Regierungserklärung sehr deutlich gemacht, dass wir bei der Fachkräftesicherung sehr, sehr viel stärker darauf achten müssen, dass Frauen gefördert werden, Frauen in Führungspositionen kommen und dass auch Führen in Teilzeit ermöglicht werden muss und dass Vereinbarkeit von Familienaufgaben und Beruf hergestellt werden müssen. Und heute Nachmittag werden wir in der dritten Lesung des HR-Gesetzes beschließen. Auch in dem HR-Gesetz
wenn das dann verabschiedet ist, wird dafür gesorgt werden, dass künftig mehr Frauen im Rundfunkrat sein werden. Und heute nun, Herr Siebel, beantragt Ihre Fraktion mit der Kollegin Lisa Gnadl eine Aktuelle Stunde, um darauf hinzuweisen, dass eine weitere langjährige Baustelle frauenpolitischer Forderungen auf Bundesebene endlich einmal bearbeitet wird. Das ist ein gutes Signal. Entgeltgleichheit, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, Gender Pay Day, Gender Pay Gap, Equal Pay Day, wie auch immer Sie dieses Problem beschreiben, es ist ein großes Ärgernis und es ist zutiefst ungerecht. Da hat die Kollegin Gnadl recht und da hat auch die Kollegin Ravensburg recht, dass Frauen in vielen Bereichen immer schlechter bezahlt werden als Männer. Und das Statistische Bundesamt hat ermittelt, dass Frauen 2015 im Schnitt weniger, 21% weniger verdient haben als Männer, wobei die Quote bei uns im Westen noch einmal deutlich schlechter ist als in den Ostländern. In den Ostländern sind es nur 8%. Und diese niedrige Quote sorgt dafür, dass wir gesamtdeutsch bei 21% landen. Jetzt kann man lange darüber streiten, ob diese Lohnlücke bereinigt oder unbereinigt diskutiert werden muss. Fest steht, dass es nicht sein darf und nicht sein kann, dass Frauen für vergleichbare Arbeit weniger Lohn bekommen als Männer. Und daher Und da ist es gut, dass jetzt begonnen werden soll, einen Regelungsrahmen zu schaffen, der solche Ungerechtigkeiten aufdecken helfen soll und dafür sorgen soll, dass diese Ungerechtigkeit sich ein wenig verschmälert. Ich formuliere hier bewusst vorsichtig an dieser Stelle, denn bisher kenne ich nur Presseerklärungen über die Eckpunkte, auf die sich das Bundeskabinett in Berlin geeinigt hat. Ich kenne noch keinen Gesetzentwurf. Ich sehe diesem aber mit einer gewissen Spannung entgegen. Es gibt ja die üblichen Befürchtungen von allen Seiten. Wir haben sie hier heute auch gehört. Den einen geht es nicht weit genug. Den einen sagen, es ist bürokratisch, gar nicht nötig. Und überhaupt seien ja die Frauen auch teilweise selbst schuld, weil sie die falschen Berufe wählen. Und weil sie sich für Teilzeit entscheiden, das haben wir in dieser Form von der FDP heute gewährt. Auf der anderen Seite gibt es die Menschen, die sagen, es geht längst nicht weit genug. Es müsste viel mehr gemacht werden, und es fehlt noch viel zu viel, der Sprit ist zu kurz, und es fehlt auch noch ein Verbandsklagerecht. Diese Diskussion kennen wir hier auch aus Hessen. Von daher haben wir sozusagen noch ein großes Spannungsfeld, wie denn der Gesetzentwurf am langen Ende aussehen wird. Aber, meine Damen und Herren, wie er denn auch immer aussehen wird, so schickt er doch ein wichtiges Signal. Er schickt ein wichtiges Signal, und dieses Signal heißt, die Politik will künftig nicht mehr dulden, dass es diese Lohnungleichheit gibt. Und es befördert eine öffentliche Debatte darüber und ein Bewusstsein, dass es nicht sein kann und nicht sein darf, dass Frauen weniger als Männer verdienen. Und dieses Bewusstsein ist fast viel wichtiger als ein Gesetz, denn man kann nicht alles verordnen und in Gesetze schreiben. Von daher ist es gut, dass es diesen Gesetzentwurf geht und dass die Debatte darüber endlich auch in den öffentlichen Raum stärker getragen wird. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Kollegin Erfurth. Das Wort hat der Sozialminister. Minister Grüttner, bitte. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin Frau Kollegin Erfurth sehr dankbar, dass sie bei dieser Debatte dieses in einen Gesamtkontext gestellt hat. Denn es geht nicht nur um die Fragestellung einer Entgeltgleichheit bei Frauen und bei Männern, bei der Wahrnehmung gleicher Tätigkeiten, sondern es geht insgesamt um Verwirklichung von Chancengleichheiten. Und dieses ist ein Thema, das für uns einen hohen Stellenwert hat. Und deswegen begrüßt die Landesregierung an dieser Stelle auch ausdrücklich die Einigung des Koalitionsausschusses der Bundesregierung, dass man sich auf Eckpunkte zu einem Gesetz für mehr Lohngerechtigkeit verständigt hat. Wir werden sehen, ob die Festlegung eines individuellen Auskunftsanspruchs, ob die Regelung für Prüfverfahren und die Berichtspflichten einen Schritt in die richtige Richtung darstellen. Da wird die Evaluation des Gesetzes, die auch vorgesehen ist, schon einen entsprechenden Beitrag leisten. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir
dann erst über genaue soziale Gerechtigkeit sprechen können, wenn wirklich alle Potenziale von Frauen und Männern in allen Bereichen des Lebens sich gleichermaßen entfalten können, also auch im Bereich einer gerechten und gleichen Entlohnung für beide Geschlechter. Wir haben im Koalitionsvertrag 2014 die Grundlage der Arbeit der Regierungsfraktionen und der Landesregierung ist festgeschrieben, wir wollen Initiativen ergreifen, damit gleicher Lohn für gleiche Arbeit Realität wird. Und auf diesem Weg sind wir ein großes Stück schon weitergekommen. Wir haben beispielsweise gemeinsam mit dem Land Sachsen-Anhalt als Hessen von September 2013 bis Juli 2015 den Vorsitz über eine länderoffene Arbeitsgruppe Entgeltgleichheit geführt, in der unter Beteiligung aller Bundesländer eine umfassende Bestandsaufnahme zu den Ursachen und für Korrekturen erarbeitet werden. Ich bin mal gespannt, ob die Bundesfrauenministerin an dieser Stelle die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe in ihren Gesetzentwurf mit übernimmt. Alle Länder haben dahinter gestanden. In der Folge haben wir im November 2014 eine internationale Konferenz mit Expertinnen und Experten aus Politik, Justiz, Verwaltung und Wissenschaft in Fulda gehabt, um hier Lösungsansätze zur Entgeltgleichheit in anderen europäischen und auch außereuropäischen Ländern zu diskutieren und daraus weitere Erkenntnisse für Umsetzungsstrategien der Entgeltgerechtigkeit in Deutschland zu gewinnen. Auch hier gibt es eine Reihe von guten Ergebnissen. Ich bin gespannt, ob auch diese möglicherweise Einfluss in das Gesetz auf Bundesebene finden werden. Und zu unseren eigenen Strategien zählte zu diesem Zeitpunkt bereits die Arbeitsgemeinschaft Trialog Chancengleichheit Hessen, ein Zusammenschluss der Beauftragten für Chancengleichheit beider Rechtskreise, nämlich der Kommunen, der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten, des Stabes Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Regionaldirektion Hessen und von Expertinnen und Experten aus dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration. Der Fokus liegt hier auf der Entwicklung praxisbezogene und umsetzbare Maßnahmen und Projekte zur Existenzsicherung für Frauen. Ihnen ist hinlänglich bekannt, denke ich, dass das Land Hessen keine Gesetzgebungskompetenz zu der speziellen Thematik des geschlechtsspezifischen Lohngefälles besitzt. Trotzdem ist es wichtig und schon allein vor dem Hintergrund, dass die Chancengleichheit von Frauen und Männern sich im Beruf verwirklichen können, zu den Grundpfeilern unseres Verständnisses einer demokratischen Gesellschaft zählt, nicht alleine auf Akklamation und fortlaufende Appelle an die Sozialpartner sich zu beschränken. Und aus diesem Grund wurde unter Federführung des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration eine Strategie mit untergesetzlichen Maßnahmen entworfen, die zunächst bis 2018 terminiert ist, das Projekt Lohngerechtigkeit in Hessen. Das Projekt Lohngerechtigkeit in Hessen beinhaltet als Nukleus die Erstellung eines umfangreichen Entgeltatlasses für Hessen, in der erstmals sämtliche hessischen Datenbestände zusammengeführt werden, die Entgeltgleichheit oder auch Entgeltungleichheit abbilden, und zwar nach Regionen, nach Geschlecht, nach Altersgruppen getrennt und im Spiegel von Wirtschaftszweigen, Berufsgruppen, Staatsangehörigkeit sowie dem Qualifikationsniveau. Das ist eine Voraussetzung dafür, eine zielgenaue Ausrichtung und Entwicklung unter gesetzlicher Maßnahmen auf den Weg zu bekommen, der das Problem Entgeltungleichheit auch entsprechend annimmt. Nach meinem Dafürhalten, meine Damen und Herren, werden alle Bestrebungen um eine Entgeltgerechtigkeit von Frauen und Männern umso erfolgreicher sein, je besser es uns gelingt, sämtliche Beteiligte auf diesem sicherlich nicht ganz einfachen Weg mitzunehmen. Und deshalb ist für uns auch die Einbindung der Tarifvertrags- und Sozialpartner ein ganz wesentlicher Bestandteil, da diese aufgrund der bestehenden Tarifautonomie eigenverantwortlich und ohne staatliche Einflussnahme das Tarifgefüge gestalten können. Insofern laden wir auch diese zum Mitmachen ein. Ich denke, dass wir schon gute Schritte gegangen sind und weiterhin an einem gemeinsam erarbeiteten Ziel oder formulierten Ziel arbeiten werden, um dieses zu erreichen. Vielen Dank, Herr Minister. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist Punkt 34 erledigt.